Ich hatte doch versucht gehabt. Halt's Maul. Ich hatte es so versucht, ich konnte nicht durch. So, und jetzt will ich aber noch eine Sache rausfinden. Ich überziehe schon wieder, ich weiß. Der Schattenläufer ist schon wieder weg. Ich dachte, da wäre jetzt ein Lebendiger. Nein, da liegt einfach mal so ein Schattenläufer-Skelett rum. Heftig. Und so einfach habe ich jetzt mein Horn des Schattenläufers bekommen. So einfach geht das. Theodor wird begeistert sein. Krass. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier durch auch noch kann. Yep. Kann ich. So, wo komme ich hier raus? Bestimmt noch ein... Ach, guck mal. Ah, ist wahrscheinlich der Teil, wo man auch sonst nicht hin konnte. Jetzt wird's lustig. Ach, scheiße. Das sieht jetzt mal ein bisschen aus. Ach du Scheiße! Da kommt die eine. Alter! Gut, dann plötzlich 20 auf einmal, oder was? Ich war überwältigt von so viel Kleinkram. Scheiße. So, jetzt aber. Okay, so ein bisschen hat das was von der Goblin-Höhle und dann ist es wieder, geht das hier wieder irgendwie weiter. Was war das gerade? Okay. Bald. Ach du Scheiße. Nee, das ist mir zu viel. Da ist der Rattenkönig! Da ist der Rattenkönig! Ah! Scheiße. Ach du Scheiße. Das wird ja noch zum Hack and Slay hier. Ich war noch nicht Level up, ne? Definitiv noch du, ey.
du heiliger Kuhfladen. Da nützt mir auch, naja, eine bessere Rüstung nix. Es sind viele Ratten. Ich krieg Minimum 5 Leben abgezogen pro Treffer. Schön lecker. Hier war jetzt nichts. Ah ja, oh. Ich bekomme schon wieder Bock auf Gothic 1. Bei hier den Konstrukt, aber hier das. Na komm. Die Legende von der Riesenratte stimmt schon mal, also von dem Rattenkönig. So, jetzt bin ich aber Level up. Scheiße, wie viele sind das? Und ich höre Lurker irgendwo. Ist das Ding? Ich wollte eigentlich vor 40 Minuten mit der Aufnahme aufgehört haben. Aber es kommt so eine Sache nach dem anderen und... Oh, hey. Immerhin bin ich jetzt Level 10. Der Nahrung muss ich auch noch haushalten, ey, das ist das Blöde. Wieso habe ich den Bogen an? Hallo, Armbrust. Einheiten. So, der wäre gelegt. Wenzel.
Dem habe ich jetzt einiges zu erzählen. Heute töt ich Rattenkönig Manomede. Bin ich fleißig. Kann man es sein, dass neue Pflanzen auch gedroppt sind? Weil da waren eigentlich gar keine mehr. Sag mal. Mädchen. Ich wollte gerade sagen, ich bekomme gerade Probleme. Du wirst es kaum glauben, Wenzel. Aber ich habe tatsächlich deinen Rattenkönig gesehen. Was sagst du da, mein Junge? Du willst mich doch nicht auf den Arm nehmen, oder? So etwas finde ich nicht lustig. Also? Es ist wirklich so, Wenzel. Ich habe den Rattenkönig gesehen und mit ihm gekämpft. Er war umgeben von einem Heer von Ratten. Aber das hat ihm nichts genützt. So, ist der Rattenkönig tot? Eklig tot? Ja, er hatte in einer großen Höhle gehaust, die zu einem riesigen Abgrund führt. Tatsächlich? Vielleicht ist das der gleiche Abgrund, den ich in der Roten Mine sah. Richtig, das ist er. Wahrscheinlich, denn dahinter führte ein Gang weiter in den Berg hinein. Und drüben sah ich mehrere rote Crawler. Kann gar nicht, weil die waren schon tot. Dann war es derselbe. Hinter dem Abgrund beginnt die Rote Mine. Nur, da wirst du nicht rüberkommen. Schade. Es wäre schon toll, wenn man die alte Mine wieder nutzen könnte. Aber dass der Rattenkönig tot ist, ist eine gute Nachricht. Das beweist nämlich, dass ich ihn damals wirklich gesehen habe. Ich danke dir, mein Junge. Jetzt werden mich die anderen nicht mehr für einen alten Spinner halten. Weiß ich nicht. Ich meine, du hast jetzt einen weiteren Zeugen jetzt. Aber, keine Ahnung. Ich habe das Versteck der Schmuggler gefunden. Tatsächlich? Wo lag es? In der Nähe des Wasserfalls fand ich eine sehr große Höhle. Im hinteren Teil war das Versteck der Schmuggler. Da also, interessant. Und? Hast du noch Waffen gefunden? Ja, allerdings stammen diese von einem jüngeren Raub. Von einem jüngeren Raub? Also wurden wieder einmal Waffen bei uns gestohlen? Jo. Ja. Herbrand aber befahl, dies geheim zu halten, bis alles geklärt ist. Ach so. Naja, muss ich auch nicht wissen. Die Hauptsache ist, dass ich jetzt weiß, dass die Schmuggler damals tatsächlich ein Versteck hatten. Ja, aber jetzt... Hä? Alte Geschichten sind immer noch aktiv? Thank you.
Achten. Die Seeschlacht von Athanos. Das. Ich habe ja immer noch nicht. Ne, und so. Theodor. Wird sowas von Augen machen jetzt. Ich glaube, in der Höhle zu warten war sterbenslangweilig. Für den Schattenläufer. Das war doch gut, dass ich dann danach geguckt habe. Wo ist Theodor? Achso, ich habe ja gar nicht im Schmiedegebäude nachgeguckt. Für Innos. Jo. Warte mal, jetzt wo ich hier gerade bin, kann ich auch noch zu... Warte mal, Ralf? Nee. Wen sollte ich jetzt... Ich soll dir von Herbrand einen Befehl geben. Herbrand? Was will der denn plötzlich von mir? Sonst bekomme ich doch im Regelfall nur von Bruno meine Befehle. Nimm es einfach hin. Ab sofort sollst du den Nachtdienst am Tor übernehmen. Wieso denn das? Den Nachtdienst macht doch sonst immer Flint. Flint wird niemals mehr einen Dienst antreten. Er wurde überführt, mit den Schmugglern unter einer Decke zu stecken. Tatsächlich? Interessant. Das musst du mir genauer erzählen. Jetzt nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Also was ist? Übernimmst du nun den Dienst? Das hab ich auch gesagt. Gerne tue ich das wirklich nicht, Roland. Aber was soll man machen? Befehl ist Befehl. Klar trete ich meinen Dienst an. Warum macht das nicht Gunther? Die faule Sau. Das wird sich nie ändern. Ist Herbrand noch draußen? Ach, da ist Theodor. Hey. Hier, dein Schattenläuferhorn. Was? Du willst mich doch wohl auf den Namen nehmen, was? Meinst du? Dann schau dir das Ding, das ich hier habe, mal genauer an. Ich werd wahnsinnig. Das Horn eines Schattenläufers. Wo hast du denn das her? Verrate ich nicht. Bleibt mein kleines Geheimnis. Was? Also ich weiß es nicht. Aber egal, du hast es tatsächlich besorgt. Und so ein Horn ist ganz schön wertvoll. Ich gebe dir dafür 300 Goldstücke. Hallo Theodor. Na, viel zu tun? Große Aufträge habe ich hier schon lange nicht mehr erhalten. Ein Schmied wie ich wird erst richtig in Kriegszeiten gebraucht. Ich kann am Menü gar nicht mehr aufhören, weiter zu spielen. Aber irgendwann ist auch mal gut. Die Folgen müssen auch noch gerendert werden. Ja, es ist ja schon getan. Sonst würdet ihr es nicht sehen. Ich habe Gottfried und die Rekruten zum Versteck der Schmuggler gebracht. Gut, hier hast du noch eine kleine Belohnung. Ich bin sehr zufrieden mit dir.
Hey! Ich habe die Aufgabe, die mir Herbrand gestellt hat, gelöst. Ausgezeichnet! Damit bist du deinem Ziel ein ganzes Stück näher gekommen. Ich habe alle Prüfungen bestanden, die ihr mir gestellt habt. Ja, das hast du. Und ich muss dir dafür ein ganz besonders großes Lob aussprechen. Willst du nicht lieber hier auf Artaunos bleiben? Ein Mann wie dich könnten wir hier gut gebrauchen. Vielleicht werde ich dich dann doch noch eines Tages zum Paladin machen. Nein, Marbot, ich habe mich entschlossen. Ich will mit Lord Baldwin segeln. Na gut, wie du willst. Ich hatte dich bereits mit einigen anderen Männern Lord Baldwins Gesandten empfohlen. Der Paladin Erik war von deinen Taten sehr beeindruckt, aber das war noch nicht ausschlaggebend. Als er aber dann noch von mir hörte, dass du aus Korinis kommst, hat er sich sofort für dich entschieden. Wie dem auch sei, du hast die Genehmigung, die Albatros zu betreten. Teile dies Bertrand mit. Innos möge dich auf deinen Wegen beschützen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Auf ein Wiedersehen. Andererseits... Der Schabernack? Warum ist das denn immer noch nicht... Hey. Warte mal. Warte mal. Naja, was soll's. Ich glaube, ich mache einfach mal einen Abgang. Bertrand steht da unten. Hey ho. Toll, ich muss doch noch mal zur Burg. Ja, aber wo sind die denn jetzt hin? Die sind ja einfach losgegangen. Die Witzbolde. Hey du! Toll. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte mich von dir verabschieden, Oliver. Ja, ich habe schon gehört, dass du von den ganzen Bewerbern ausgewählt wurdest. Schade, du hast hier in letzter Zeit dir ganz schön einen Namen gemacht. So aufregend war es schon lange nicht mehr auf Arthanos. Aber ich fürchte, es wird dir jetzt noch langweiliger werden. Keine Lurker, keine Wölfe oder Schmuggler. Tja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Roland. Vergiss uns nicht. Wenn die Götter wollen, werden wir uns vielleicht wiedersehen. Na, hoffentlich.
könnte dir Sachen erzählen. Ich kann das nicht mehr hören. Hey du! Irgendwann muss es ja so kommen. Hör, was? Ich hab's geschafft, ich darf auf die Albatros. Doch habe ich alle Aufgaben hier auf Vertaunus erledigt? Zumindest sollte ich das Geheimnis um die Bibliothek gelöst haben. Wenn das der Fall ist, kann ich mit Erik reden und ihn fragen, wie es weitergeht. Echt jetzt? Das liegt doch auf der Hand. Von mir hat er das nicht. Da kannst du also doch noch keine Abreise. Das hätte er doch besser wissen müssen. Meine Meinung will ja keiner hören. Das wird sich nie ändern. Es war doch seine Entscheidung. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Von mir hat er das nicht. Dann muss ich wohl oder übel hier noch bleiben. Aber wo soll ich anfangen? Ach, besser ist es noch, wenn... Warte mal. Ach genau. Kennt sich gut mit der Geschichte der alten Bibliothek. Ich sollte mal auf die Chronik hier zu lesen. Diese befindet sich auf einem Buchständer irgendwo in der Burg. Okay, das heißt, ich müsste alle Buchständer abklappern. Aber... heute bestimmt nicht mehr. Die Probleme habe ich kaum. Ich muss zugeben, also heute habe ich insgesamt 5 Stunden Odyssey aufgenommen, bestimmt. Ja, mit einer kleinen Pause dazwischen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Also, erstmal reicht das für heute. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Und dann gehen wir mal das Geheimnis der alten Bibliothek auf den Grund. Bis dahin, macht's gut.